Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! The stadium is only mildly run down and pleasantly surprised. What about you, Bob? Oh, I've got fond memories of this place back when I was a player. I ripped an elf's head off in that dugout over there. Good times. They've been training non-stop for this match. One team is obviously more skilled than the other. It's going to be hard. Ja, hu, hier wieder beim Koralion bei Blood Bowl 2. Diesmal Chaos versus Chaos. So viel chaotische Energie auf dem Spielfeld. Das schreit nach Touchdowns, das schreit nach Blut, das schreit nach der Natural Chaos Squad. Schauen wir mal. Da gibt es... Ah, der Gegner hat schon mal gewonnen. Nicht so gut. Wir stellen direkt mal wieder nur die Touchdowns hier ein und holen unsere besten Spieler aufs Spielfeld. Plastiklöffel und Manu müssen wieder mal draußen bleiben. Dafür ist der gute Bero wieder da. Mal sehen, wie lange er mit seiner langwierigen Verletzung zu kämpfen hat. Der Gegner, was hat er hier alles? Blocken. Oh, was hat er hier noch? Unerschrocken, oder was ist das? Unerschrockener Chaoskrieger. Okay, alles klar. Der ist gefährlich hier. Der hat nämlich Klaue und Knochenbrecher. Und noch einmal Klaue und Knochenbrecher. Ah, das könnte wehtun, dieses Spiel. Hier ist aber nochmal mit Klaue. Und Unterstützung auch noch. Ach, du Heimatland. Naja. Das wird nicht einfach, Leute. Mal schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So. Kick. Beide Mannschaften verlieren einen Zug. Das ist ganz gut, weil dann der Gegner weniger Zeit hat, einen Touchdown zu bekommen. Er spielt ja immerhin im Angriff, nicht wahr? Kommen sie nach vorne. Yeah, smells like a good old fashioned fight. Jetzt kommt's drauf an, ob sie auch mit dem Ball umgehen können. Scoops up the ball with ease. Sie haben 7 Wiederholungswürfe. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. It reminds me of the famous story of Nurgle and the Great Unclean One. But this time, no miracles. Ah, hier unser Elore, das kann sich ganz gut wehren bisher. Rah, he's on him now, like a halfling on a hot dinner. Ja, unsere Chaoskrieger sind gerade ganz gut. Twinkle toes there. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir den Corinius mal neben den Minotaurus. Und dann einmal hier den Samur neben den Chaoskrieger. Und dann läuft der Frank mal prügeln. Is the assist gonna be enough to come out on top? Wir bleiben stehen. Marvelous! Wir haben direkt Let's mal start as we deem to go on. Und das war auch der gefährliche. So, und dann. Oh, es ist. Ach ja, Minus, weil er Minotaurus. Wiederholungswurf, weil das ist schlecht. Ja, das geht. Weg da. Bleiben.
So, und dann hauen wir mal mit unserem Minotaurus den gegnerischen Minotaurus. Und schicken den hoffentlich ziemlich lange auf dem Feld. Well, at least they're not dead. So muss das sein. Der Blattskorpion ist heute wieder in Form. So, der Koali, einen Schlag gegen diesen Chaoskrieger. Weg mit dir. So, auf der anderen Seite dasselbe mit dem Mischka. Und auch hier sieht es gut aus. One more step and... Sorry. Sehr gut verletzt. Das fängt gut an für uns. So, jetzt haben wir noch einen Blitz. Mit was machen wir denn den Blitz? Ich glaube, ich möchte den Tiermenschen hier ein bisschen beharken. Den können wir leider nur schieben. So, und dann fangen wir den Tiermenschen hier auch noch mal ein bisschen ein. Und gucken mal, was der Gegner macht. Der Minotaurus, ein Chaoskrieger und ein Tiermensch vom Feld im ersten Zug. Das lässt sich doch sehen, oder? Was meint ihr? Zeigt aber auch, dass unser Team inzwischen ziemlich blutrünstig geworden ist, nachdem sie da gegen die Skaven und die Bretonen etwas medioker performt haben. Obwohl gegen die Skaven ging es eigentlich. Ja. Schiebt den Cartman mal weg, das macht dem gar Apparently, nichts. Wizards call that kinetic energy. Oh, jetzt kommt der Wiederholungsruf bestimmt. Hat er genug davon. Ich glaube, wir müssen uns auch irgendwann mal einen. Aber bis jetzt komme ich mal in 5 ganz, ganz gut hin eigentlich. Bin mir da noch unsicher, ob ich das wirklich machen soll. Kremi muss einmal nach hier unten. Dann kann nämlich Backfisch dafür sorgen, dass wir noch einen Chaoskrieger weniger auf dem Spielfeld haben. And into the crowd they go! So. Nach vorne mit dem Mischka und der Cartman macht das, was er am besten kann. Und bam, 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 bam. Schauen wir mal, ob das Gewehr rumkommt. Und gelähmt ist gut. So, den Tiermenschen hier holen wir uns gleich mal. Blood Scorpion, come on. Wildes Tier, okay, heute nicht. Dann, nein, das wiederholen wir. I've heard stroking him on his belly or chin may calm him down. Mal schieben. Der Bero fängt ihn mal ein. So. Jetzt haben wir noch einen Blitz. Einen Blitz mit dem. Schieben. He is not moving. Oh, der ist standfest, alles klar. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Dahin. So, und dann haben wir schon wieder alles bewegt. Versucht er wohl den Käfig ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Einen richtigen Käfig kann er gar nicht mehr aufbauen, so viel Spieler wie er schon verloren hat. Und die Blockergebnisse sind auch nicht besonders. It looks aber das soll uns like nicht old traditional spectacle in Estalia. I know this one. Toromania. Good call. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. He didn't see the opponents around him, did he? That player is so close to a world of hurt.
So. Sieht doch ganz gut aus hier. Für Ali einmal hauen. Läuft. Und jetzt kommen wir nämlich gut an den Ballträger dran. This could be a sack. I love it. Oh ja, wir wollen ihn umhauen. Funktioniert leider nicht. What are they slapping each other with? Dead fish? Put some force behind those punches. Wir haben schon Blitz, das heißt, hier machen wir nur einen normalen Block. Und schon wieder eine Verletzung. Ja, der Bloodscorp. Wenn er mal nicht wild ist und Befehle verweigert, sorgt er einfach für Ausfälle. Das ist... Er macht seine Arbeit heute wirklich gut. Standfest. Ja, das nervt ein bisschen. So, dieser Chaoskrieger muss auch nochmal umgefangen werden. Hier. Ein bisschen Druck auf den Gegner auswirken hier. Der ist ganz gut eingefangen hier. Zug beenden. Drei Verletzte schon beim Gegner. Less pressure on the ball. It's a good move. So nicht mit dem Koani. Da fliegt der nächste Wiederholungswürfel beim Gegner. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Ja, der Gegner versucht sich jetzt hier mal frei zu boxen. Wir haben hier die Möglichkeit, eventuell, na, diesmal nicht, wieder einen Spieler in den Fans zu befördern. Just one more step. Das ist ein Einserblock, den würde ich vielleicht nicht gerne machen wollen. Den Minotaurus können wir hier reinchargen. Komm. Bloodscorpion, du bist heute gut drauf. Noch ein Ausfall und kriegst extra Futter für den Bloodscorpion. Drei Blocks von Bloodscorpion, drei Verletzte. So muss das doch sein. Meine Fresse. Und der Ballträger in Tentakelreichweite. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich gut. Eieieiei. Stand fest. Ich vergesse es jedes Mal, wenn ich drauf habe. So, vielleicht haben die Fans doch noch die Möglichkeit, jetzt hier was zu kriegen. Block. I call that a tie. Mischka. Mischka schafft's. Zumindest den weiter zu Boden zu schlagen. Und gelähmt. So. Einmal hier gegen den. Keep pushing. Und dann ziehen wir noch den Frank hier rüber. Und wir müssen leider noch ein bisschen warten auf Ballbesitz. Jetzt ist es natürlich ein Nachteil für uns, dass wir den Zug verloren haben. Aber one less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. That's it. Throw the ball in their face. That range they'll go down as if you were flinging a brick into their jaw. And now the ball carrier is free to move. Nein, ist er nicht. Er steht immer noch neben dem Tentakel-Blood-Skorpion. So wie der heute drauf ist, blockt er jetzt den Ballträger ins Krankenhaus. Balls, Jim. They're going for the ball. They've left the ball carrier exposed. Ah, diesmal. There could be a counter strike. So, der Ball liegt frei. Und Beru.
Und Beru verletzt den nächsten. Wahnsinn. Das ist ein blutiges Spiel hier. So, Backfisch, einmal jemand in die Crowd, bitte. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. So, jetzt habe ich fast freie Auswahl, wer hier einen Touchdown machen kann. Schieben. Nesrak. That player is shuffling off the field, and possibly off his mortal coil. So, wer könnte denn noch was gebrauchen? Cartman. Samu hat schon relativ viel. Der Frank. Komm, ich geh mal mit dem Frank. Nice catch! Now go on, buddy! So. Mal verhindern hier, dass der Tiermensch hier noch weiter irgendwie Unsinn macht. Dann schauen wir mal. Zwei Spieler vom Gegner nur noch auf dem Feld. Dank dem Blattskorpion und natürlich dem Beru. What can you do against a full-speed horned opponent? The aim between the eyes. So, Blattskorpion. Weiter. The bigger they are. The harder they punch. Keep pushing. Sometimes und der nächste verletzt durch Blattskorpion. Meine Fresse. Der ist heute... Ich weiß nicht, was sie mir ins Futter getan haben. Oh, rather them than me. Jo. Blitz gegen den. Schieben. Weg vom Ball. Gero kommt auch nochmal nach hier rüber. So, ach, das ist unser. Hier ist unser vorletzter Zug erst. Ben. Letzter Zug für die Unholy Sorceress. Wie es schwer wird, schwer werden, sich zu erholen. What can you do against a full speed horned opponent? Your aim between the eyes. So viele Verletzte. Gucken, ob wir jetzt einen Zug kriegen, wo der Gegner gar keine Spieler hat. Sieht gut aus. Und ja. The fans seem very und ist auch noch verletzt. I hope they leave a few bits of the player intact. Also das Spiel ist richtig hart. Ja, und der Touchdown durch Frank. Look, it's a touchdown! Touchdown! Halftime just around the corner. Game is getting interesting. Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. Das war eine krasse erste Halbzeit, Leute. Schauen wir noch mal auf die Verletztenbox an. Sieben Verletzte. All the knocked out players are back on the field. Leider sind alle Knockout-Spieler wieder da. I'm tempted to go down there and help out myself, Jill. I'm worth at least three players. I can do it, breaking a few necks and air out the conflict. Must be a real kick in the head to have to kick the ball away when you're losing. Redlich verdient. Komm, einmal auswechseln. Bero will nicht raus. Jetzt wieder. So, wir kriegen den Ball. Das heißt, wir werden den Blattskorpion wieder nach vorne ziehen. Der Lessack steht ganz gut. Backfisch und Mischka müssten wieder hinten stehen. Ja, sieht gut aus.
Manu nach vorne und Plastiklöffel auch. Wenn es geht, versuche ich mal mit Plastiklöffel oder Manu auch den Touchdown zu machen. So. Einstellung bestätigen. Wir kriegen den Ball. Okay, der geht ziemlich weit nach hinten. Und da ist der nächste Spieler verletzt. That player better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Das ist kein gutes Spiel für unseren Gegner. So, hier mal den gefährlichen Chaoskrieger blocken. Denn der ist noch da. Jetzt ist er gelähmt. Ist klar. Und wir schieben den weiter. Mit dem Blitzkoppel versuche ich gleich jemand zu blitzen, wenn das nachher geht noch. So, mal meinen Weg frei machen. Und da ist der nächste K.O. Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Spiel für uns. So, und einmal hier der Blitz mit Blitzkorbchen. Kann er seine Serie weiter behalten? Sometimes the underdog wins the fight. Nur gelähmt. Das ist fast schon enttäuschend für Blitzkorbchen. Ja. Gut, dann läuft er jetzt mal hier. Kommt Leute, alle hier rüber. Wo ist denn überhaupt der Ball? Hier hinten. Okay, kommen wir damit. Kommen wir noch nicht ganz hin mit Backfisch. Sind auch heute noch nicht dazu gezwungen worden, Go for it auszugeben. Das ist ganz gut eigentlich. So. Manu, kümmere dich mal hier um den. So, einmal den Ball aufheben, Mischka. Oh, Mischka und der Ball, das ist immer so ein bisschen... A wise move, as it's quite fundamental to the game. Wir schmeißen auch direkt mal einen Pass, wenn wir schon... They're passing the ball back. Interesting. If so. So, jetzt wird der hier wahrscheinlich gleich rumkommen. Das heißt, wir ziehen die Plastiklöffel auch mal ein bisschen nach hinten. Wir haben ja genug Zeit. Der Gegner ist auch in der Unterzahl, das heißt... Wir haben da schon gute Möglichkeiten noch. Ja, lauf in die Nähe vom Blitzkorbchen, der ist heute gut drauf. Ich glaube, seit er die Tentakel hat, also nicht, dass sie bis jetzt viel gemacht hätten, aber seitdem ist er irgendwie fröhlicher drauf. Ob Tentakel Blitzkorbchen fröhlicher machen? So generell. Ich gebe das mal an euch da draußen zu beantworten. So, wie sieht das hier aus? Hier haben wir auf jeden Fall einen... Oh, wir schlagen das mit dem hier. Dann schieben wir nur. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Leider hat er Block. Folgen. With fists flailing, he's following up. Hoping to get the knockdown next time. So, wen möchte ich denn hier rausholen? Die haben alle nichts Besonderes. That one's got fists bigger than ham joints. Smack! At last, a death. I can't connect to a game. Verdient sich heute in einem Spiel noch ein Aufstieg hier? Wie viel muss er denn noch? Oh, noch zwei K.O.s, zwei Verletzungen und dann hat er den Aufstieg. Kommt direkt hier neben den nächsten. Das ist so krass. Leute, es gibt so Spiele wie diese, die einen Blood Bowl Trainer... Nein, einen Foul möchte ich jetzt nicht. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Die Minus hier nehmen. Atmen hier neben. Zingeln wir den Gegner. Einmal jetzt hier. Gehen wir nach vorne mit Backfisch. Noch ein Stück. Ich glaube, noch ein Stück für einen schnellen Pass geht, oder? Was? Ja. They're trying to secure the ball.
The ball in flight is a wonderful thing. From the coach's perspective, even better when it's cozied up in the hands of a catcher. Und übergeben wir den Ball. All good. Solid, if not spectacular play. Hier oben gehen wir zum Prügel, dann nochmal nach oben. Ich glaube, der Ball ist ja relativ sicher jetzt gerade in den Händen von Mischka und Plastiklöffel. Guckt euch diese verletzten Box da rechts an. Hart, hart, hart. Da kommt der Blitz von dem gefährlichen Chaoskrieger gegen Turiminus. Aber der ist nicht so einfach. Nuffle must be holding him up. Block. Schienen, auch okay. He won't leave him alone anytime soon. Und wir sind wieder dran. Wir fangen einer an mit Blattskorpion. Der braucht That's noch quite zwei a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna ist get der splatted. Oh, I'm excited, Jim. Ja, diesmal nicht. Und der geht in die Fans. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. Na, also uns ist das doch egal. So, hier kommt ein Block. Kommt ein Block. Gelähmt. Ah, leider nur schieben. Da habe ich jetzt ein bisschen dämlich gemacht. Der ist jetzt hier relativ frei, um da gleich rauszudodgen. Das ist nicht so cool. Und hier nochmal ein Blitz mit dem Manu, einen gefährlichen Chaos kriegen. Schafft der Manu dann eine Casualty, seine erste in Oh, you had better Karriere. Run, boy! Glaube ich zumindest, aber er hat es nicht geschafft. So. Ich würde sagen, Backfisch, lauf mal durch. Du brauchst noch drei für den Aufstieg. Weil bei den Massen an Verletzten sollten wir jetzt schnell Touchdowns machen. Weil da können wir echt durchlaufen. Kann man den Score noch ein bisschen erhöhen. Gucken wir mal, ob wir es auch auf dieser Halbzeit wieder schaffen, dass kein Gegner mehr auf dem Feld steht. I've seen some pratfalls in my time, but that one is up there with the best. Gegen Backfisch. Okay. Go for it. This could be fun, especially if the ball holder goes down. Da haben wir nicht genug aufgepasst. Now this is gonna get exciting. Der Ball geht in die Fans und Butler ist dann noch gelähmt. Nicht gut, nicht gut. Und wir sind dran. Wir starten mal mit dem Lesrak. Lesrak einmal zu Boden. So. Der Mischka soll gleich den Ball aufheben. Luminus. Samu haut den. Folgen. Sehr schön. Cartman kümmert sich um den hier. Mit dir. One more step in. We may see that player later, if they wait. Ja, der Cartman, ein bisschen muss der Cartman noch beim Blood Scorpion in die Leere gehen, was Casualties angeht, aber. Ja, nach vorne. So, Blood Scorpion, hier, komm mal. Wiederholungswurf. Ah, leider Einzelgänger. Das heißt, beide gehen zu mir. Und der Blutskoppel lähmt sich selber. Wenn schon, dann lähmt er sich selber. Meine Hüse.
Na gut, ich schimpf nicht mit ihm. Hat schon genug gemacht in diesem Spiel, also da darf er sich auch mal selber nehmen. Eine kleine Auszeit für den Blattskorpion. Guckt, wie friedlich er auf dem Feld schläft, eingebettet in seine Tentakel. Jetzt schlagen sie hier aber zurück. Ungut, ungut. Come on, guys. Clues in the title. Let's see some blood in Blood Bowl. Komm, Karten, auf den Chaoskrieger mit dem Clown. Something exciting's about to happen. Keep it here on Cabal Vision HD. Lauf, Mischka, lauf. The attacker has an assist. So, alle Gegner außer einem am Boden. Mischka auf dem Weg zum Touchdown. Surrounded by adversaries like that, I hope he knows what he's doing. This player, the attacker, smells weakness. Komm, Karte, breche dich. So, noch ein Brecher gegen den Clown-Heini. Okay. This is going to be decisive. Wir haben doch. Jeremiah Cool always said, superior skills prevail. Machen wir jetzt den Touchdown? Wir geben dem Mann den Touchdown. Der hat den am meisten nötig. Also unserem Glück kann er jetzt nicht mit dem Ball umgehen gleich, pass auf. Blattskorpion steht wieder. Come on, guys, together! Und so gegen Ende des Spiels. Läuft's nicht mehr ganz so 100.000-prozentig. Pass. A pass. Will it start something exciting in the dying moments of the match? Und dann müssten wir. Ja, yeah, noch einen Touchdown kriegen wir nicht hin. Schade. Aber der Manu hat seinen Touchdown verdient. Da ist der Verzweiflungsblock. Komm, Blattskorpion. Hm, schade. So, hier hauen. Folgen. Hier ist auch wieder jemand aufgestanden. Plastiklöffel hat Block. Alle am Boden. Ich versuche dem Manu jetzt mal noch einen extra Starspieler kurz zu schalten. Weil wir kriegen eh keinen zweiten Touchdown mehr hin. Also keinen dritten dann. Das
heißt, so hat der Manu wenigstens noch einen extra Starspieler bei ihm eingeheimst. Let's go, Kim, come on. Nimm den Clown Heini aus dem Spiel. Jawoll. Apparently this man can't even put his own shoes on alone anymore. Yeah, let's finish on an upbeat and violent note. Letzten Zug auch noch mal richtig was reißen hier, was Casualties angeht. Der Lori das mit einem Dreifachblock hier. Okay. Und Manu, Touchdown! The Hutch, the Howl! Kommt jedes Mal von der Bank. Any advice on the side that's down two touchdowns? Make out your will and check your insurance policies. Keep away from the fans. Hier für Manu. Und natürlich für Blood Scorpion. Der heute eine Cheerleader verdient hat, dann weiß ich nicht, wer das sonst verdient hat. A fresh start, fellas. You can return to the slaughter. Important thing, gotta keep possession of the ball, not lose it. A strike back would be terrible. Bero möchte sich schon wieder nicht auswechseln lassen. Ja, ja, Bero, komm. Ist gut. Na, ist irgendwie schade, dass das Spiel schon vorbei ist. Vielleicht, wir kriegen Wiederholungswürfe, schade. Die Uhr kann sich auch zurückdrehen, glaube ich. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn wir noch einen Zug bekommen hätten. Oder einen Blitz oder so. Wir schauen not what you'd expect. Schöne verletzte Bombs des Gegners an. Drei Viertel des Teams verletzt. Fast zumindest. Ja. Siehst du, das wäre böse geworden mit dem Bier, ne? An incredible shift! I thought my heart would almost... Nice, nice. Gut, gut. Schauen wir mal, wir haben hoffentlich mehr Gewinne. Ah, nein, leider weniger Gewinne. Oh, schade. Gut. Unser Fanfaktor hat sich nicht erhöht durch so ein Spiel. Also was? Was wollen denn die Fans noch? Also, ich weiß nicht. Ja gut, ein dritter Touchdown, ne? Aber das war ein krasses Spiel. Leute, haben wir jemanden, der einen Aufstieg gehabt hat? Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. So, wir kaufen aber einen neuen Spieler. Einen neuen Tiermensch können wir uns kaufen. Und zwar habe ich hier Vorschläge bekommen von Namen. Und zwar sollte der Preak mitspielen. Preak? Wie könnte Preak denn aussehen als Tiermensch? Hier, so könnte Preak aussehen als Tiermensch. Willkommen Preak im Team. Und ich glaube, damit lasse ich es. Ich habe inzwischen auch den Vorschlag Miss Book Passion als Tiermensch ins Team zu holen, als Ersatz für den leider verstorbenen Engai. Sollte noch ein Spieler ausfallen, ist sie auf jeden Fall der nächste auf der Liste. Gut, Käufe bestätigen. Somit haben wir wieder unseren Slot wieder aufgefüllt. Hier ist der Creek. Und ja. Have you looked at face tomb recently, Bob? Did you know you have a family? Now.
Miau.